Heute schauen wir uns Hunky Jakes Geschichte von Garten of Ben Ben 4 an. Sie ist sehr, sehr interessant und vor allem auch ziemlich, ziemlich traurig. Lasst ein Like, wenn ihr Bock drauf habt. Viel Spaß, Kuss, Wien rein, let's go. Was haben wir hier? Die Wand wird aufgebrochen. Ben Ben ist erstmal direkt smashed. Donkey Kong, bist du's? Okay, Ben Ben muss jetzt auf jeden Fall hier weglaufen und Hunky Jack ist direkt hinterher, ne? Oh, das sieht mir ganz nach einem Jester-Move aus. Uiuiuiui. Ist das nicht Nibbler mit den Krallen? Die Tür geht auf. Hunky Jack ist immer noch hinter ihm her. Und Batman geht durch diese Tür mit dem weißen Licht, oder? Süße, süße Freiheit, aber da ist keine Freiheit, Bro. Er wird von Hunky Jack direkt runtergesmashed. Das war's. Jetzt ist er in seinem Territorium. Hunky Jack, was machst du? Ich demand, you let me go right this instant. Let you go? Let you go? Why would I ever choose to let you go after what you did to me? Also, Batman möchte, dass er ihn gehen lässt, ne? Und er sagt, nein, nein, ich lass dich nicht gehen. Nicht nach dem, was du mir angetan hast. Und jetzt sehen wir seine Geschichte. Er war ein Affe. Er hat im Kongo gelebt, einfach Gorilla gewesen, einfach Donkey Kong, Leute. Ich bin dafür, dass wir Hunky Jack in Donkey Kong umbenennen. Und anscheinend hatte er ziemlich viele weibliche Gorilla-Fans. Ja. Er hatte einen ziemlich guten Körper und deswegen haben die Mädels echt auf ihn gestanden. Okay, also es lief ziemlich gut für ihn. Wir wollten unbedingt seine Riesenmuskeln sehen. Okay, also posierte er ein bisschen. Und er war der König des Dschungels. Aber irgendwas ist passiert. Die Ladies sind verschwunden. Er kam in eine ungünstige Situation anscheinend. Da ist ein Jäger gewesen. Oh, er musste weglaufen. Warum wollten die den fangen? Was soll sowas, Mann? Für ihn war das eigentlich kein Problem. Er meinte, selbst wenn er so ein Jäger war, er ist einfach zu schnell gewesen. Aber man hat ihn trotzdem kalt erwischt. Und der Jäger hat eine Rauchbombe, eine Betäubungsgranate gezündet. Und da war Feierabend. Er hat ihn auf ein Boot gebracht und ihn einfach verschifft. Wahrscheinlich zur Batman-Fabrik, oder? Es gab ein richtig schweres Unwetter. Und er hat sich in Amerika wiedergefunden. Also ihr müsst überlegen, er war im Kongo, ne? In Afrika. Und wurde nach Amerika gebracht. Das bedeutet, wir wissen jetzt schon mal, dass die Batman-Fabrik auch in Amerika ist. Und anscheinend ging es dann für ihn in den Zoo. Das ist natürlich echt blöd. Und das Kind hat gesagt, guck dir mal den Gorilla an, der sieht richtig süß und mega stark aus. Und naja, dann hatte er natürlich wieder sein Hauptgeschäft, posieren, Muckis zeigen. Und das fand er dann anscheinend ziemlich gut. Er wurde sozusagen ein Gorilla-Star. Aber wie das halt so ist, irgendwann verliert man Hype, Leute. Das passiert auch jedem YouTuber. Es wurde ein neues Tier in den Zoo gebracht, wo er dann war, und dieses Tier hat ihm die Show gestohlen. Es war ein sehr, sehr seltenes afrikanisches Rhinoceros. Und jetzt war der natürlich der King im Zoo sozusagen. Für den Gorilla, ich glaube, das ist schwierig, ne? Hunky Jack wurde also wütend. Das kann man einigermaßen nachvollziehen. Aber
Er hat also versucht, aus diesem Zoo rauszukommen. Oder wollte er was zerstören? Das wird mir noch nicht ganz klar, aber so wie es aussieht, wollte er eher was zerstören. Oh je, das endet nicht gut. Er hat die Wand von dem Käfig des Rhinoceros eingeschlagen. Und das war seine Zeit abzuhauen, ne? Die normale Ordnung wurde wiederhergestellt durch Hunky J. So weit, so gut. Natürlich haben die das dann mitbekommen und gesehen, der Zoo, schwierig, ne? Allerdings hatten die eine Kamera. Und sie haben genau gesehen, wer das war. Und dafür gab es Stromschläge und natürlich mega Ärger. Und dann wurde der Gorilla verkauft. Er ist dann abgehauen. Er war so stark, dass er es aus diesem LKW rausgeschafft hat, ist in den nächsten Wald rein und hatte die Flucht erledigt. Aber er hatte kein Essen, kein Trinken, sonst was. Dann traf er auf Ben Ben. Das ist immer der Moment, wo die Geschichte richtig bitter wird. Und Ben Ben sagt auch, du hast eine ziemlich gute Körperstatur, ne? Und Hunky Jake hat natürlich wieder das gemacht, was er immer macht. Seine Muskeln spielen lassen. Ben Ben hat ihn überredet, dass er mit ihm kommt und ihn damit gelockt, dass er ihn zu einem Star macht. Ja, Leute, da muss man aber auch ganz klar sagen, Fame ist nicht alles im Leben. Klar, ich wünsche mir auch meine 1 Million Abonnenten auf dem Hauptkanal, aber Leute, es gibt auch noch anderes, ne? Aber schon schön auch. Aber sollte man sich nicht in irgendeine dubiose Firma locken lassen, ist klar. Er hat ihn einen Bauhelm aufgesetzt, ihn dann natürlich wieder ins Labor geschleift, wie man es von Ben Ben kennt, und hat sein Ding durchgezogen, die Verwandlung. Und aus einem schönen, starken Gorilla wurde Hunky Jake das Affenmonster. Uiuiui. Und der sieht jetzt echt nicht mehr so cool aus wie vorher, muss man sagen, ne? Jetzt ist Hunky Jake halt sauer. Und das kann man auch verstehen. Ben Ben sagt, mit ein bisschen Arbeit könnte man deinen Körper immer wieder in Form bringen und dann wirst du wirklich ein Star. Und dass Hunky Jake da sauer wird, kann man absolut nachvollziehen, Leute. Und er will ihn natürlich totsmashen, ne? Oh je. Kurz aus dem Staub gemacht, will Ben Ben natürlich aus seinem Habitat raus von Hunky Jake, der jetzt ja mittlerweile wohnt. Aber das darf er nicht machen. Ben Ben kennt sich da nur leider ziemlich gut aus. Und, ist das Ding auf Linker drin? Er trollt ihn, indem er durch jede Tür rausguckt. Oh. Er kann nicht viel machen und er verknotet sie wahrscheinlich sogar gleich, ne? Ja. Weiter geht's nicht mehr. Und eine Tür ist nur noch offen und das ist der Ausgang. Ben Ben hat ihn ausgetrickst. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem Video zu Garten of Ben Ben, zu einer coolen Story von Hunky Jake. Lasst einfach mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat und helft uns, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Würde ich mich freuen, dickes Küsschen. Denu out.